Während in Berlin der Wahlkampf läuft, treffen wir den Designer Harald Glöckler bei einer CDU-Veranstaltung in der Hauptstadt. Der Modezar plaudert mit Politikern und Gästen und erklärt uns im Interview, er sei zwar bei keiner Partei heimisch, dennoch hätte er den Wunsch, mitzumischen. Welches politische Amt er wohl gern besetzen würde? Naja, also ich wäre ja gut für repräsentieren, ja, also der Bundespräsident wäre eigentlich eine schöne Sache. Repräsentativ denke ich, das würde mir gut stehen, gut passen darüber. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht wird es ja noch. Ja? Also es sind ja auch schon andere Quereinsteiger international dann plötzlich in große Positionen gekommen. Kleines Problem, der Amtssitz im Schloss Bellevue wäre nicht pompös genug. Vielleicht finden wir da auch was anderes. Ich finde das Schloss Bellevue jetzt gar nicht so, Ich meine, den Élysée-Palast können wir jetzt nicht hierher zaubern, aber das müsste man mal sehen, ob das das Schloss Bellevue sein wird. Das finde ich eigentlich ein bisschen sehr, sehr karg und von außen und sehr einfach und sehr spartanisch. Also Buckingham Palace ist es nicht, ja. Harald Glöckler als Bundespräsident. Was sagen andere Politiker dazu? Ja, das ist eine repräsentative Funktion in allererster Linie und insofern ist das durchaus stimmig. Ich halte da sehr, sehr viel davon, weil er, wenn es um das Repräsentative geht, ist er die Nummer eins in meinen Augen und das wäre das perfekte Amt für ihn als Staatsoberhaupt. Glöckler for President. Mal schauen, was die Zukunft wohl bringt.